Und dann machen wir uns gleich mal auf den Weg und starten mit Thorsten Friebe. Arbeitet bei Latlon, stellt jetzt das Projekt Decree vor und ist schon sehr lange im Open Source Geoinformatik-Geschäft unterwegs. Und wir freuen uns jetzt von ihm ausführlich was über Decree zu hören. Herzlich willkommen zum Vortrag Aktuelles aus dem OSGEO-Projekt Degree. Mein Name ist Thorsten Friebe und ich möchte euch in den kommenden 20 Minuten über den aktuellen Stand im Projekt informieren. Was hat sich seit dem letzten Jahr getan? Was planen wir in diesem Jahr? Und was gibt es darüber hinaus noch an berichtenswerten Neuigkeiten? Gucken wir uns die Agenda für den Vortrag an. Ich starte mit einem kurzen Überblick zum Projekt. Möchte euch dann die Bugfix-Version 3.4.25 vorstellen. Was hat sich da Erwähnenswertes getan? Wie sieht es mit der Java 11-Unterstützung aus und der Implementierung für OGC-API-Features? Ich ende mit einem Ausblick zu der kommenden Release-Version 3.5 und stehe euch danach für Fragen und Antworten live zur Verfügung. Kurz zu meiner Person noch. Ich bin, wie gesagt, Thorsten Friebe, arbeite bei der Firma Latlon und bin im Technical Management Komitee des Degree-Projektes aktiv. Die Firma Latlon ist seit 20 Jahren im Bereich Open Source Software tätig und hat das Degree-Projekt mitinitiiert. Wir betreuen das Degree-Projekt auch weiterhin und bieten dazu Beratung und Support an. Als OGC Technical Member sind wir im Side-Projekt des OGC tätig und betreuen dort die Weiterentwicklung der OGC Team Engine, übrigens auch ein OSGEO-Projekt. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann seht ihr hier unten die verschiedenen Kommunikationskanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Nun kurz ein paar Informationen zum OSGEO-Projekt Digwi. Das Projekt wurde 2001 noch unter dem Namen Jago gestartet und im Jahr 2002 dann in Degree umbenannt. Das heißt nun, dieses Jahr können wir definitiv den 20. Geburtstag feiern. Und im vorletzten Jahr hatten wir ja eigentlich das 10-jährige OSGEO-Jubiläum, konnten wir auch nicht feiern. Und nun hoffen wir, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr beide Jubiläen irgendwie feiern können. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wer mehr zu unserem Projekt wissen will, ja, kann ich nur empfehlen, guckt euch mal die Seiten auf der OSGEO-Webseite an oder geht bei uns auf www.degree.org mal auf die Suche. Das Projekt war von Anfang an darauf ausgelegt, einen großen Teil der relevanten OGC-Spezifikationen zu implementieren. Das Projekt ist eines der wenigen quelloffenen Referenzimplementierungen mit dieser umfassenden Abdeckung von Standards. Wie ihr hier auf diesem OGC Compliance Badge sehen könnt, sind das also neben den Standards für WFS, WMS auch GML und WMTS. Das Compliance Badge ist noch bis Mai diesen Jahres gültig und wir planen dann im Mai spätestens wieder die aktuelle Release-Version von Degree zu zertifizieren. Auch dieses Jahr wieder ein paar Zahlen zum Degree-Projekt. Die Zahlen kommen alle aus der GitHub-Plattform und zeigen erstmal, dass sich das Projekt weiter gut entwickelt. Erwähnenswert ist nur, dass wir im Jahr 2021 acht Bugfix-Releases veröffentlicht haben. Das war so viel wie schon lange nicht mehr. Das hatte auch seinen Grund, dazu gleich dann noch mehr. Vorher noch ein paar andere Zahlen. Seit der Veröffentlichung von der Major-Version 3.4.0 haben wir also 25 Bugfix-Releases veröffentlicht, in der mittlerweile 73 Verbesserungen eingeflossen sind und 53 Fehlerbehebungen. Trotzdem, es sind immer noch viele Pull-Requests offen auf der GitHub-Plattform und wir hoffen, in diesem Jahr diese kontinuierlich abzubauen, also dass viel weiterhin in die Bugfix-Version mit einfließen. Immer noch erwähnenswert ist, dass seit einigen Jahren ein offizielles Docker-Image für Degree besteht mit der
Java-Version und der Tomcat-Version, die zu der Version von Degree auch passen. Wir können allen Anwenderinnen nur empfehlen, diese Variante der Installation von Degree zu nutzen. Das ist wirklich der einfachste Weg, um Degree auf einem Arbeitsplatzrechner zum Laufen zu bringen. Mit den hier gezeigten Befehlen kann man einen Docker-Container mit der aktuellen Version von Degree wirklich in wenigen Minuten starten. Ja, was hat sich im letzten Jahr getan? Warum gab es vor allem Ende des Jahres da einige Aktivitäten im Projekt? Ihr kennt das Problem vielleicht aus der eigenen Erfahrung, aus den eigenen Projekten. Log4Shell hat einiges an Wirbel verursacht, auch bei uns im Projekt, obwohl Degree in der Version im Dezember gar nicht davon direkt betroffen war. Wir hatten uns aber trotzdem dafür entschieden, die veraltete, nicht mehr gepflegte Version von Log4j, nämlich die Version 1.2.17, zu ersetzen durch die zu dem damaligen Zeitpunkt aktuellste Version von Log4j und dann eben auch regelmäßig zu aktualisieren. Wir nutzen weiterhin als Brücke zwischen den verschiedenen Log-APIs die API SLF4j. Das haben wir nicht geändert. Das gibt uns einiges an Flexibilität, die wir auf jeden Fall auch beibehalten wollen, denn dadurch, dass Log4j die letzte Version dann auch schon wieder ein Security-Issue dann beinhaltet hatte, mussten wir zweimal schon die Log4j2-Version aktualisieren. Also alles ist gerade jetzt auf dem aktuellen Stand. Es gibt keine Security-Warnings mehr auf der GitHub-Plattform und wir können nur empfehlen, nutzt auf jeden Fall eine Version von Degree, wie eben die aktuellste Version, in der immer alle Bibliotheken auf dem aktuellen Stand sind. Wo kann man jetzt die aktuelle Version herunterladen? Auch da hat sich nichts geändert. Weiterhin natürlich über die Webseite unter degree.org oder über die GitHub-Seiten. Dort liegt immer die WAR-Datei, die kann man weiterhin sich dort runterladen. Zusammen mit der Dokumentation hinterlegen wir die auf der GitHub-Seite. Ansonsten hatte ich ja schon gerade eben gesagt, das Docker-Image, was der einfache Weg ist. Gucken wir uns gerade an, wie sieht es denn mit der Java 11 Unterstützung an? Da hat sich auch im letzten Jahr einiges getan. Und zwar haben wir auf dem Build-Server jetzt den entsprechenden Build-Prozess erstellt, mit dem regelmäßig eine Version für Java 11 gebaut werden kann. Wir wählen die kommende Release-Version 3.5, soll dann schon auf Java 11 dann laufen. Zurzeit ist das eine Vorgucker-Version, also ein Pre-Release. Und diese Pre-Release-Version von Degree, die kann man jetzt über die Build-Server-Webseite sich herunterladen. Da wird täglich oder nächtlich die Software gebaut, wenn sich im Projekt was ändert. Und das ist zurzeit der beste Weg, um schon mal zu gucken, ob die eigene Infrastruktur für die kommende Version dann vorbereitet ist. Ja, der Ausblick auf Degree OGC API Features. Was hat sich da getan? Vor einem Jahr waren wir da noch nicht so weit. Da hatte sich der Standard schon etabliert. Es gab die ersten Implementierungen. Wer mehr zu dem Standard wissen will, der ist hier auf die Seiten beim OGC verwiesen. Da kann man sich alles zu dem aktuellen Stand der Spezifikation angucken. Der große Unterschied in aller Kürze, der OGC API Standard nutzt den Architekturstil von RESTful Web Services und nutzt Datenformate wie JSON und GeoJSON. Und
Die sind deutlich leichtgewichtiger als die alten auf XML basierenden Standards, wie wir sie von WMS und WFS kennen. In dem letzten Jahr haben wir die Implementierung von Degree auf den Stand gebracht, dass jetzt die beiden vorliegenden Spezifikationen für OGC RP Feature implementiert sind. Das ist einmal der Bereich Core, also Part 1, und der Part 2, der CRS-Bereich. Für beide haben wir dann auch im letzten Jahr das Compliance-Batch erfolgreich bestehen können. Wir haben beide Standards nicht nur implementiert, sondern auch hier wieder Referenzimplementierung. Das heißt, man kann sich jetzt den Code angucken, wie wir das gemacht haben und herunterladen und selber auch installieren. Unterstützt werden, wie auch schon im letzten Jahr, die Formate GeoJSON, JSON, HTML und GML als Encoding. Zusätzlich haben wir einen sogenannten Bulk-Massendownload implementiert und auch die Möglichkeit besteht, Metadaten mit einem Dataset zu verlinken. So, wie komme ich jetzt an den aktuellen Stand ran? Hier bietet sich der Blick wieder auf das GitHub-Projekt. Dort gibt es unter Releases eine aktuelle Snapshot-Version. Wir sind, wie gesagt, gerade dabei, die Release-Version vorzubereiten. Dort kann man sich den Nightly-Build herunterladen als SWA-Datei und weiterhin ist immer noch unsere Online-Demo verfügbar. Da kann man sich angucken mit einem Datensatz aus Hamburg, wie die Oberfläche in HTML aussieht oder wie man auf die Daten über die Schnittstellen zugreifen kann. Also, alle wichtigen Informationen findet ihr auf der GitHub-Plattform und wir hoffen, dass wir bald da auch die aktuelle Version als Release-Version veröffentlichen können. Hier mal ein Screenshot von der Demo. Da hatte ich ja im letzten Jahr schon drüber ein bisschen ausführlicher berichtet, wie die auch aussieht, was wir da gemacht haben. Im Kern kann man also ein Degree Workspace, den man hat, auf das OGC API migrieren. Da muss man ein bisschen manuelle Schritte durchführen. Aber wenn man schon Daten in Degree hat, dann ist es relativ einfach, zu einer Implementierung zu kommen oder zu einer Umsetzung auf Basis von OGC API Features. Im Kern sieht man hier also, besteht die Oberfläche aus mehreren Elementen. Es gibt oben so eine Titelzeile, in der sind die verschiedenen Encodings zu sehen, also GeoJSON, GML und HTML. Und je nachdem, wie weit man in den Datensatz hinein navigiert, wird hier um einen Pfad angezeigt, wo man gerade in dem Dataset sich befindet. Die Oberfläche lässt sich relativ leicht mit CSS anpassen an das eigene Styling der Webseite. Und ist sehr modular aufgebaut. Also es gibt, wie gesagt, oben diese Titelzeile, dann gibt es das Hauptelement und unten dann nochmal so eine Fußzeile. Und da sind entsprechende Elemente dann vorgesehen, die man dann austauschen kann. Auch das kann man sich sehr gut auf der Demo angucken. Der Link, wie gesagt, war auf den Folien zu sehen. Ja, kommen wir nun zu den Dingen, die in der Zwischenzeit noch passiert sind. Es gibt auf jeden Fall eine sehr gute Neuigkeit, was die WMS-Performance angeht für Daten, die aus einer Datenbank abgerufen werden. Wenn also ein SQL-Datenbank als Hinterdatenlieferant konfiguriert ist und man zum Beispiel ein Inspire-Datenthema
bereitstellen möchte über einen View-Service zusammen mit einem Download-Service. Da haben wir einiges an der Performance gemacht, verbessert, und zwar hauptsächlich eigentlich in dem Werkzeug, was die Datenhaltung generiert. Da kann ich auf den Issue 977 verweisen, da ist schon ein bisschen beschrieben, was wir da im Detail gemacht haben bei der Performance-Optimierung. Das Tool selber wird kontinuierlich gerade weiterentwickelt, sodass die verschiedenen Inspire-Datenthemen reingelesen werden kann, und anhand zum Beispiel von Referenzdaten wird das Datenbankschema optimiert, also reduziert in seiner Komplexität, und dadurch kann man schon enorme Verbesserungen beim Rendering von WMS-GetMap-Abfragen erzielen. In Vorbereitung für die kommende Version 3.5 haben wir schon angefangen, die Datenbanken, höhere Versionen für Postgres und die Oracle-Datenbank zu unterstützen. Aktuell arbeiten wir noch an der Unterstützung für PostGIS 3.0 und 3.1, sodass dann auch zum Beispiel unter Debian 11 die über den Paketmanager bereitgestellten Komponenten, also Java, Tomcat, Postgres mit PostGIS, dann auch unterstützt werden. Ja, und das ist dann auch das Hauptziel für dieses Jahr, nämlich die Erstellung einer neuen Major-Version. Das ist ja eigentlich bei uns eine Minor, nämlich eine 3.5. Wird jetzt erstmal kommen, in der die Unterstützung für Java 11 dann realisiert ist. Wie gesagt, zu den Datenbanken, die dann unterstützt werden, den höheren Versionen, gehört da auch zu die höhere Unterstützung für GDAL. Und wer dazu mehr Informationen noch haben möchte, kann bitte auf der GitHub-Plattform unter der Issue-ID 1120 mehr Informationen dazu dann noch abrufen. Ja, aber das wird nicht von alleine passieren. Wir sind da immer noch auf eure Mitarbeit mit angewiesen. Da möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, es gibt da auf der GitHub-Plattform bei den Issues zwei Labels, die wir da vergeben für Tickets, die dort angelegt sind. Das ist einmal Contribution Welcome. Da sind gerade 63 Issues noch offen. Da freuen wir uns über jede Mitarbeit als Tester, als Autor für die Dokumentation, gucken, wie kann man die Software konfigurieren, ist es richtig gut beschrieben oder kann man das dann noch verbessern. Und natürlich, immer gerne gesehen, sind natürlich Pull-Requests mit Änderungen auch an der Software. Darüber hinaus, wer also nicht als Softwareentwicklerin oder technischer Schreiber bei uns mitarbeiten kann, kann sich durch finanzielle Unterstützung an dem Projekt mitwirken. Dazu gibt es eine Wiki-Seite, da ist beschrieben, wie man das Projekt unterstützen kann, und auf der Webseite ist jetzt auch ein Donation-Button eingebaut. Das kann man einmal direkt über PayPal machen oder über die GitHub-Plattform gibt es auch entsprechenden Sponsor-Button, den man da klicken kann. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags. Möchte mich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und beantworte jetzt gerne noch eure Fragen live und gebe hiermit zurück in die Senderzentrale. Tschüss. So, vielen Dank, Thorsten, für deinen umfangreichen Vortrag über das Degree-Projekt. Mir war auch noch gar nicht klar, dass es wirklich schon so lang existiert und schon so lang entwickelt wurde. Wir haben jetzt schon, wir haben eine Frage bis jetzt. Weitere dürfen gerne noch gestellt werden. Und zwar, wissen Sie, wo Degree schon zum Einsatz kommt? Ja, also in Deutschland kann ich das relativ genau sagen. Das sind viele Landesämter, aber auch auf der Bundesebene, zum Beispiel beim BKG. Viele Inspire-Download-Dienste werden nicht nur in Deutschland, sondern europaweit mit Degree betrieben.
Da können wir eigentlich sagen, dass die Software eine der wenigen ist, die wirklich komplexe Inspire-Datenschemata abgeben kann. Und deswegen wissen wir vom Einsatz in Skandinavien, aber auch in Frankreich, Spanien, Italien, kommt Degree zum Einsatz. Und wir wissen auch auf den FOSS4G-Konferenzen, also den internationalen Konferenzen, dass Degree weltweit zum Einsatz kommt. Alles klar. Genau, das führt dann vielleicht auch schon zu der nächsten Frage über. Du hast es ja schon erwähnt, dass es das Degree häufig im Umfeld von Inspire vorkommt. Die Frage ist, ist Degree Inspire kompatibel? Also offenbar ja. Vielleicht kannst du noch kurz 2, 3 Worte zu Inspire sagen oder was jetzt eben die besondere Verknüpfung zwischen Inspire und Degree Server ist. Ja, also Inspire ist ja eine Richtlinie der Europäischen Kommission. Da geht es darum, Geodaten in einem einheitlichen Format bereitzustellen. Technologisch sind die Spezifikationen des OGC die Grundlage. Das sind einmal für die Download-Dienste der WFS 2.0. Da ist Degree auch wieder eine Referenzimplementierung. Referenz bedeutet, wir sind nicht nur kompatibel oder compliant zu der OGC-Standard, sondern Referenzimplementierung bedeutet auch, sie ist öffentlich verfügbar, man kann sich angucken und wir sind auch noch Open Source. Also 3 Eigenschaften, die wir da zusammenbringen. Beim View Service ist es der WMS, der Standard, und auch dort ist Degree Referenzimplementierung. Es gibt öffentliche Beispiele, die auf Degree basieren und man kann sich's angucken. Also ein volles, umfängliches Ja, voll kompatibel. Okay, das ist doch gut zu hören. Dann eine Frage, die sehr hoch gevotet wurde, ist, wann wird die Version 3.5 released? Ja, das ist wirklich leider, muss man sagen, nicht mein Lieblingsthema. Denn eigentlich wollen wir seit 2 Jahren dahin kommen. Da ist uns ein bisschen was dazwischen gekommen. Wir wollten uns persönlich treffen. Das ist jetzt für dieses Frühjahr April, Mai geplant, dass wir uns persönlich treffen und dann in einem Release-Sprint die letzten Aufgaben erledigen, sodass wir dann endlich die Version 3.5 veröffentlichen können. Was dann passiert oder was hoffentlich dann endlich durch ist, wir unterstützen dann Java 11 und die aktuellen Softwarebibliotheken. Also bitte Daumen drücken, mitmachen, mithelfen. Wir sind auch auf Mitarbeit angewiesen, testen, Feedback geben, dann wird es hoffentlich dieses Jahr endlich klappen. Alles klar. Dann ist jetzt gerade auch noch eine Frage reingekommen, und zwar gibt es eine Übersicht, welche Versionen was genau unterstützen? Welche Version? Ich überlege gerade, was das meint. Also eigentlich kann ich das nur auf die Software-Komponenten beziehen. Da kann ich gleich nochmal einen Link in den Chat reinkleben. Und zwar nutzt ja Degree als Geodatenquelle zum Beispiel die PostGIS-Datenbank. Wenn das gemeint ist, also welche Datenbanken, welche Version der Datenbanken unterstützt werden, aus denen Degree die Daten abrufen kann, da haben wir eine Übersicht. Wenn es um die Funktionalitäten geht, also welche Standards oder welche Formate abgegeben werden können, da muss ich ehrlich sagen, passen, da haben wir nicht so eine Übersicht. Aber ich kann ja mal diese Übersicht, die wir haben, in den Chat kopieren. Da kann man sich das angucken. Alles klar, genau, dann gibt es da noch weitere Links im Chat dazu. Mhm. Dann gibt es immer schon kurz vor der Pause vielleicht noch eine allgemeine Frage, die jetzt vorher auch bei dem Vortrag von Map-Server kam, da was der Unterschied zu verschiedenen anderen Kartenservern ist. Also es wurde auch schon erwähnt, dass es auch teilweise fast schon eine Geschmackssache ist oder religiöse Züge annimmt, was man am liebsten hat. Vielleicht noch eine kurze Antwort. Vielleicht, was würdest du sagen, was unterscheidet oder was ist der Vorteil von Degree bezüglich diesen anderen Kartenservern? Ja, es mag ein bisschen langweilig kommen, weil ich immer wieder auf dasselbe Thema zurückkomme. Wir sind halt die einzige
Open Source, OSGEO-Projekt. Seit über 15 Jahren sind wir oder haben wir es geschafft, die Software auf dem aktuellen Stand zu halten. Die Software erfüllt die OGC-Compliance-Tests, auch jedes Jahr immer wieder getestet. Das heißt, ich glaube, es gibt kein anderes OSGEO-Projekt, das über diesen langen Zeitraum diese Kontinuität, was das Erfüllen dieser Standards angeht, gewährleistet hat. Und wir haben, muss ich ehrlich sagen, also ich weiß, Eigenlob immer blöd, aber wir haben es tatsächlich geschafft, im Dezember als Log4Shell uns ja alle in der Java-Welt so ein bisschen umgetrieben hat, innerhalb kürzester Zeit darauf zu reagieren. Also was spricht für Degree? Ja, die Kontinuität beim Standard, wenn es denn sein muss, tatsächlich auch mal fix zu reagieren auf Sicherheitslöcher, was wir uns mittlerweile so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, zuerst zu gucken, Sicherheitslücken zu schließen und dann gucken wir nach neuen Features. Was wir echt nicht haben, ist eine coole Oberfläche. Aber da habe ich gestern einen Vortrag zu Geo Network UI gehört. Das hat mich so ein bisschen inspiriert und ich würde hier mal den Aufruf starten. Hey, ihr da draußen, ihr Entwickler, es gibt eine REST-API von Degree, da kann man mit Sicherheit eine tolle Oberfläche drauf bauen. Legt los, macht's.